Willkommen zum letzten Video, in dem erklärt wird, wie der Solar Edge Home Hub Wechselrichter erfolgreich installiert und in Betrieb genommen wird. In diesem Video lernen wir, wie der Wechselrichter in Betrieb genommen wird. Öffnen Sie zunächst die Set-App. Scannen Sie den Wechselrichter-Barcode und erstellen Sie eine WLAN-Verbindung. Für die Anfangskonfiguration nutzen Sie bitte unser Tutorial zur Set-App-Konfiguration, das Sie in unserem YouTube-Kanal finden. Tippen Sie auf dem Bildschirm für die Inbetriebnahme auf Kommunikation. Jetzt fügen wir einen Energiezähler zu Ihrem Wechselrichter hinzu. Tippen Sie auf RS-485-1. Tippen Sie auf Protokoll. Tippen Sie auf Modbus. Gehen Sie zum RS-485-1 Bildschirm zurück. Tippen Sie auf Modbus-Gerät hinzufügen. Tippen Sie auf Zähler. Tippen Sie auf Zähler 1. Tippen Sie auf Geräte-ID. Ändern Sie die Geräte-ID und tippen Sie auf Fertig. Tippen Sie nun auf Zählerfunktion. Tippen Sie auf Einspeisung und Bezug. Zum Anschluss der Batterie nutzen Sie die mobile Einheit Home Batterie Niedervolt auf unserer Website. Nachdem Sie die Batterie in Betrieb genommen haben, prüfen Sie zunächst, ob der Energiezähler und die Batterie richtig mit dem Wechselrichter verbunden sind. Tippen Sie auf Status, um Ihre Konfiguration zu überprüfen. Prüfen Sie die Modbus-Verbindung auf dem RS-485-1-Bus. Prüfen Sie die Verbindung für die Einspeisung und den Bezug des Zählers. Zum Schluss überprüfen Sie die Verbindung der Batterie. Sie sind fertig. Ihr Solar Edge Home Hub Wechselrichter wurde ordnungsgemäß installiert. Mehr über unsere Produkte erfahren Sie auf unserer Website oder auf unserem YouTube-Kanal.